Warnung. Dieses Video könnte für viele von euch sinnlos erscheinen, doch in Wirklichkeit wissen wir doch alle, dass ihr eh nur notgeil seid. Muhahaha, dieser Werbespot ist eine Warnung. Und jetzt sagt nicht, dass ich euch nicht gewarnt hätte. Ist doch alles nur Spaß. Muhahaha. Hallo ihr YouTuber. Ihr wolltet schon immer was Näheres über Facebook erfahren. Ja okay, dann schaut euch das Video an. Hier erfahrt ihr jetzt mal alles. Und ich beantworte Fragen, die ihr mir gestellt habt zu Facebook. Muhahaha, legen wir los. Facebook war im Februar des Jahres 2004 zum ersten Mal zugänglich und erreichte im September 2011 bereits 800 Millionen Mitglieder weltweit. Oh Mann, stellt euch das mal vor. Muhahaha, das ist viel. Aber wer hat Facebook denn überhaupt erfunden? Facebook entwickelte Mark Zuckerberg. Doch bevor er Facebook entwickelte, entwickelte er FaceMesh. Das entwickelte er am Oktober 2003, während er an der Harvard-Universität studierte. Da war ich ja auch, nicht? Muhahaha, diese Website war vergleichbar mit Hootenot und stellte ein Bewertungssystem dar. Für diese Seite stellte er Fotos von Studentinnen ohne die Erlaubnis zu haben ins Netz und forderte die Besucher dazu auf, die Fotos zu bewerten. Doch das ging schief. Denn es kamen massive Proteste gegen seine Seite. Somit zog er die Seite nach Tagen wieder zurück. Doch dann entwickelte er eine neue Seite mit dem Namen Facebook, das am 4. Februar 2004 entstand. Diese Seite entwickelte er mit drei anderen Studenten namens Eduardo Safarin, Dustin Moskowitz und Chris Hugues. Diese Seite war aber nur für Studenten von Harvard gedacht. Doch das hielt nicht von langer Dauer. Später konnten auch Studenten in dem Vereinigten Königreich, Menschen von der High School und Unternehmensmitarbeiter sich anmelden. Im September 2006 erreichte die Website dann auch Studenten aus anderen Ländern. Später konnten sich dann alle anmelden. Anfang des Jahres 2008 kamen dann auch neben Englisch noch drei Sprachen dazu. Neben Englisch gab es dann noch Deutsch, Spanisch und Französisch. Heute werden mittlerweile über 80 Lokalisierungen angeboten. Muhahaha, die ich alle kann. Muhahaha. Bei Facebook verfügt jeder Benutzer über eine Profilseite, wo er Fotos oder Videos hochladen kann. Außerdem gibt es Pinnwände, auf denen man was bei anderen hinterlassen kann, Nachrichten und so weiter. Außerdem kann man sich auch persönliche Nachrichten schicken oder auch chatten. Man kann Gruppen erstellen, Freunde finden mit der Freunde-Suchmaschine, man kann Spiele spielen und noch vieles mehr. Versucht es doch auch mal aus und meldet euch an. Natürlich kostet die Plattform nichts. Wir sind ja nicht beim Flohmarkt. Muhahaha, Running Gag, muhahaha. So, jetzt wisst ihr Bescheid, wie das so abgeht. Aber passt auf, es gibt auch ein paar Fälle, die anders ausgingen. Die Sucht ist, die versuchen jederzeit von überall auf Facebook aktiv zu sein. Das ist echt schlimm. Das Schlimme kommt aber noch. Egal wo du bist, du kannst jetzt auch noch mit dem Handy online gehen. Da gibt es dann Leute, die jede Minute was posten. Und vor denen musst du dich schützen. Muhahaha, ADS, sage ich nur. Muhahaha. Jetzt atme ich. Jetzt habe ich gezwinkert. Gerade habe ich was auf Facebook gepostet. Jetzt habe ich was auf Facebook geliked. Liken ist das richtige Wort. Ist ja alles schön und gut, dass man liken kann, aber warum kann man denn dann nicht disliken? Muhahaha, das ist deshalb so gemacht, damit man keine Hater bekommt. Tja, Facebook hat YouTube schon was voraus. Muhahaha. Wie heißt Facebook du Gesichtsbuch? Smiley. Das heißt deshalb Facebook, weil es das Jahrbuch der High School und vom College ist. Muhahaha, habe ich auch nicht gewusst, ehrlich gesagt. Hätte geglaubt, dass sie kreativ waren, aber das waren sie nicht. Muhahaha. Hat Mark Zuckerberg Facebook nur erfunden, damit er auch mal Freunde hat? Hä? Ich denke, er ist ein Stalker. Muhahaha. Nein, Spaß. Ich glaube einfach, er hat sich was auch dabei gedacht. Aber wenn du nochmal genauer in diesem Video hinhörst, weißt du eigentlich deine Antwort. Muhahaha. Wie kann man auf Facebook Level 2 werden? Hm? Man kann auf Facebook keine Levels erreichen. Nur ich. Muhahaha. Kann man mit Facebook Geld verdienen, so wie mit YouTube? Ich denke, man könnte es schon. Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie eigene Apps zu erstellen und Werbung draufschalten, dann eigene Games zu erstellen und das auch mit Werbung draufgeschaltet und auf einer eigenen Fanpage Werbebanner zu verkaufen. Muhahaha.
So, wir sind am Ende angekommen. Meiner Meinung nach hat Facebook Vorteile und Nachteile. Ich nutze es und bin auch zufrieden. Meldet euch an und probiert selber. Abonniert diesen Kanal, falls ihr das gut fandet. Ansonsten schreibt fürs nächste Thema bitte keine sinnlosen Fragen. Tschüss.